Optimismus. Handwerk hat Erfahrung, glaube ich, mit der Integration. Wir haben, das vergessen wir oftmals auch, in den 90er Jahren 1,5 Millionen Russlanddeutsche integriert, haben qualifiziert, haben in Ausbildung gebracht und in den Arbeitsmarkt. Wir haben im Zusammenhang mit den Balkankriegen auch oft vergessen, eine hohe Anzahl von Menschen qualifiziert und integriert. Also wir verfügen über Erfahrungen. Menschen mit Migrationshintergrund sind im Handwerk selbstverständlich, sind hervorragende Mitarbeiter. Also wir können da, glaube ich, wirklich viel machen. Das ist der Optimismus. Aber wir sind auch nicht blind, sondern wir sind optimistisch-realistisch, glaube ich auch. Ich habe vorhin gesagt, das wird eine Riesenaufgabe sein. Eine Aufgabe, die uns über Jahre beschäftigen wird, weil die Qualifikationen, die mitgebracht werden von den Flüchtlingen, die dann hier bleiben werden, anders sind, nicht dem entsprechen, was wir erwarten, was bei uns Standard ist. Da haben wir viel zu tun. Wir haben die Sprachhindernisse da, das Kernproblem und die Voraussetzung für Integration schlechthin. Wenn keine Sprachkenntnisse da sind, ist das alles schwer, gerade im Bereich Handwerk, wo wir die Kundenorientierung haben. Und deshalb glaube ich, werden wir langen Atem brauchen, wenn wir im Zusammenhang mit Integration von Flüchtlingen über Fachkräfte reden. Dann reden wir nicht über die Fachkräfte von morgen, sondern wir reden im Prinzip über die Fachkräfte eher von übermorgen. Es ist ein langer Prozess, aber nochmal, es kann ein kleiner Baustein für uns sein in der gesamten Fachkräftediskussion. Selbe Kollege fragt, gibt es da konkrete Beispiele aus dem Kammerbezirk? Klar, da haben wir jede Menge konkreter Beispiele. Ich bin ein Beispiel davon, also ich beschäftige auch mittlerweile eine 26-jährige Nigerianerin bei mir, die absichtlich eine Ausbildung machen möchte, die das auch macht. Da haben wir viele Beispiele dafür. Wir haben ja auch allein im letzten Jahr, das hört sich zwar jetzt nicht viel an, ist aber von der Zahl relativ interessant, über 230 jugendliche Flüchtlinge in Ausbildung gebracht. Damit haben wir in Oberbayern, also in Oberbayern, damit haben wir in Oberbayern über 500 Flüchtlinge in den letzten drei Jahren in Ausbildung gebracht. Das sind Zahlen, die sich jetzt anhand der hohen Zahlen, die angekommen sind, nicht viel anhören sind, aber wenn man das beachtet, vor zwei Jahren sind die angekommen, die haben jetzt Deutsch gelernt, die kennen sich jetzt ein bisschen aus. Es dauert, da möchte ich beim Herrn Schwanecke anschließen. Wir wären keine Unternehmer, wir wären keine Handwerker, wenn wir nicht mit Tatkraft und nicht positiv reingehen und sagen, lass uns das Thema angehen. Da sind wir optimistische Realisten, sage ich dann immer. Dass wir sagen, wir wissen, wie wir es angehen müssen, wir können das machen. Und gerade in den kleinen Handwerksstrukturen ist es immer wieder zu erkennen, dass wir da in den Betrieben jemanden schneller mit reinbringen können, in den Arbeitsprozess bringen, der lernt schneller unsere Werte kennen, der weiß, wie man dann auch in Deutschland umgeht. Und ich kann Herrn Schwanecke nur recht geben, es wird sehr lange dauern, bis wir sie integrieren. Wir werden mit vielen Problemen konfrontiert werden. Genau deswegen haben wir auch verschiedene Projekte jetzt gestartet. Gerade im November haben wir ja auch in Bayern zusammen mit der Staatsregierung hat die Bayerische Wirtschaft den Integrationspakt für Ausbildung und Arbeit für jugendliche Flüchtlinge angestrebt. Wir werden in den nächsten Jahren 20.000 Flüchtlinge in Arbeit bringen wollen, auch in Ausbildung bringen wollen. Das sind alles Punkte, wo wir erkennen, wo können wir angreifen, wo können wir es machen. Wir brauchen viele Menschen, die mithelfen und dazu stehen. Aber wir haben es letztes Jahr gesehen, wie groß die Bereitschaft der Betriebe ist, als wir unsere ausbildungsmäßigen Videojob, die wir ausschließlich nur für jugendliche Flüchtlinge angefangen haben, hier in München gestartet haben. Es war toll zu sehen, wie dieses Zusammenspiel, wie wir die zusammengebracht haben. Innungen, Handwerksbetriebe haben mit den Flüchtlingen gesprochen. Man konnte erkennen, für was eignet er sich, was möchte er gern machen. Und dann sind da viele Praktikums draus geworden. Wir haben ein Anschreiben gemacht, hatten sofort fast 250 Ausbildungs- und 500 Praktikumsplätze. Da ist die Bereitschaft da. Wir haben genügend offene Stellen. Wir dürfen bloß nicht mit zu vielen negativen Punkten reingehen. Wir müssen wirklich mal sagen, lass uns das offen angehen, lass uns mit den Leuten reden. Dafür gibt es die Berater der Fachverbände, der Kammern, die dann auch mithelfen. Die haben wir dazu ausgebildet mittlerweile. Und dann können wir in dem Bereich durchaus etwas leisten. Es ist ein Baustein unserer Fachkräftesicherungsmaßnahme, aber durchaus nicht der unwichtigste. Gibt es in der